Regio TV. Hallo, da sind wir wieder. Und jetzt erzählen wir euch die Geschichte vom kleinen Kiffer. Viel Spaß! Stuttgart wird immer grüner. Freinach Cem Özdemir werden auch in unserer Landeshauptstadt die Stimmen zur Legalisierung von Marihuana immer lauter. Am 2. Mai, dem World Cannabis Day, gingen dafür immerhin gut 400 Menschen auf die Straße unter Polizeibeobachtung. Ein Autor in Bad Cannstatt hat sich nun der Thematik angenommen und die Literaturfigur, den kleinen Prinzen, kurzerhand in den kleinen Kiffer umgedichtet. Also der kleine Kiffer ist eine Parodie auf ein berühmtes Buch aus Frankreich. Und nein, ich möchte den kleinen Kiffer nicht dazu benutzen, um die Leute zum Kiffen anzuregen, sondern wir wollen hier einfach nur ein bisschen Spaß machen und diese ganze Szene ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel präsentieren, diese ganze Legalisierungsgeschichte und so weiter. Wir sind hier dem Ganzen sehr neutral eigentlich gegenübergestellt. Und trotzdem ist das Team um den Autoren daran, Merchandise und eine Webserie mit Pro-Marihuana-Slogans zu produzieren und zu veröffentlichen. Hey Leute! Die Videoinhalte unter anderem für eine Start-Next-Kampagne entwickelt Filmemacher Erik von der Goltz mit seiner Kollegin. Also ich bin Filmemacher und hab die Mona noch an Bord. Sie ist Kommunikationsdesignerin. Das heißt, wir planen Animationen, eine Webserie, also auch mit aktuellen Informationen, zum Beispiel, was gerade in dem Gras vorkommt, wie es mit der Legalisierung also politisch, wie es da aussieht. In erster Reihe soll aber das Buch stehen. Nichts Politisches. So das Team hinter dem kleinen Kiffer. Dabei handelt es sich bei dem Buch um ein Stoner-Geschichtchen mit Bildern ausgeschmückt. Die Rose aus dem kleinen Prinzen, da habe ich dann halt einen Cannabisbaum gemacht, eine Dröhntanne und ja, also das gibt so ein paar Parallele, aber es hat im Endeffekt eigentlich nur noch sehr wenig mit dem kleinen Prinzen zu tun. Also die Sache ist halt die, wer hat nicht gekifft? Also jeder hat es mal probiert und Alkohol ist eine sehr harte Droge, die sogar verherrlicht wird. Verharmlosen wollen wir das nicht. Also da kann man überall nachlesen, was die Symptome dann sind. Das gleiche wie mit Alkohol auch. Das ist ja immer diese Sache, dass man Alkohol und Marihuana eben so falsch vergleicht, sage ich mal. Also jemand, der jeden Tag kifft, ist gleichzusetzen mit jemand, der jeden Tag trinkt. Also ein Alkoholiker. Und die Folgen davon, die Konsequenzen sind bei Alkohol noch mehr, also deutlich erheblich größer als bei Marihuana. Ich will es aber jetzt nicht schönreden oder so. Wie ich auf diese ganze Geschichte gekommen bin, die Ursprungsidee ist schon sehr, sehr alt. Es war damals eine Freundin von mir, die einfach meinen Stil mochte. Und sie hat mich gefragt, ob ich hier mal eine Geschichte schreiben könnte. Und die Liebe hat mich inspiriert. Christian Kochs erstes Buch. Um dieses in einer großen Auflage veröffentlichen zu können, hat der Autor eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Der Erlös aus dem Buchverkauf soll dann wiederum dem ehrenamtlichen Stuttgart Cannabis Club zugutekommen, der für die Legalisierung von Marihuana einsteht. So, ich gehe jetzt mal ein bisschen rum und frage die Stuttgarter, wie sie das findet so mit der Autoausstellung und dem Trickfilmfestival. Also, kommen mit!